Gleich ist es soweit. Laura wird ihren Bachelor, Dennis, aus Hürth treffen. Ungeduldig wartet die 21-Jährige aus dem Sauerland auf die Ankunft des gut aussehenden Berufsschülers. Ich bin total aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann gar nicht abwarten, dass er jetzt gleich hier hinkommt und ja, dass ich Dennis treffe. Schon bei ihrer ersten telefonischen Begegnung war klar, diese Liebe ist vorherbestimmt. Oh, hätte ich natürlich heute Morgen gewusst, dass ich jetzt mit dir spreche. Wieso? Oh, da hätte ich die ganze Nacht nicht schlafen können. Ach Quatsch, hör auf, ey. Guck mal, jetzt werde ich ganz peinlich irgendwie. Doch wird der sensible Dennis mit seiner charmanten Art das Herz der Blondine auch beim ersten Date erobern? Pascal, jetzt mach doch mal die Tür auf, Mann. Die wartet doch schon die ganze Zeit. Mann, ey, ich hasse dich dafür. Hallo, Laura. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du mich auserwählt hast, da heute Abend dein Hörtchen, also dein Bachelor zu sein. Bitte schön. Danke schön. Ja, die ist blond, so. Korrekt. Weil meine Freundin, die Larissa, also wir haben kurz einen Break gerade. Die ist dunkel und so. Ich dachte, blond ist ganz gut. Und ich kenne alle blonden Mädchen schon in Hürth. Boah, ja. Siehst voll gut aus, ey. Oh, danke schön. Ja. Na, du aber auch. Na ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, so ein bisschen so reich, so, weißt du, was ich meine? Ja. So, ne? Ja, klar. Ja, ich würde sagen, soll ich dir mal so ein bisschen Hürth zeigen? Oder sollen wir so ein bisschen rumfahren und so ein bisschen abchillen? Ja, klar. Oder nicht? Ja, weil nichts. Ich will ja auch mal sehen, wo du wohnst, ne? Oh, guck mal, ey, Laura ist da. Ey, korrekt, ey. Komm, wir steigen ein. Bei der Fahrt in Dennis' Luxusschlitten durch Hürth zeigt sich schnell, hier schlagen zwei Herzen im gleichen Takt. Ja, und Laura, du hast keinen Freund oder warum machst du das? Oder hast du einen Freund? Nein. Sag ruhig ehrlich, ich habe ja eigentlich auch eine Freundin, die darf das bloß nicht wissen. Ach so, hast du das? Quatsch, meine ich gar nicht. Wir haben gerade einen Break. Ja, wollte ich sowieso fragen. Ja, nee, wir haben einen Break. Also hat es irgendwie schon so ein bisschen geknistert, irgendwie so auf den ersten Blick. Und er hat dir auch so süße Sachen vorbereitet. Mit dem Sekt und die Rose und ja, kriegt man ja auch nicht jeden Tag geschenkt. Deswegen, ich bin ja schon geschmeichelt irgendwie so. Also, du hast also keinen Freund? Nein. Warum denn nicht? Wie kommt denn sowas? Sind die alle doof oder was? Was ist da eigentlich los bei euch im Sauerfeld? Ihr seid doch wirklich. Guckt euch das Mädchen doch mal an, ey. Ey, wenn ich dich gesehen hätte in der Disco. Ich warte auf dich, Dennis, ey. Was soll ich machen? Zeit verfliegt. Viel zu schnell ist die Fahrt in Dennis' Love Gondel vorbei. Aber das Traumdate fängt ja gerade erst richtig an. So, jetzt gibt's was zu essen, endlich. Ja. Dennis hat keine Kosten und Mühen gescheut und einen Tisch für zwei in einem Spitzenrestaurant reserviert. Denn das Beste ist für seine Laura gerade gut genug. Die anderen, die machen das immer anders. Und die fahren dann so Aral oder sowas. Die sagen dann, hier willst du Vanillemilch und dann war's das. Und ich bin aber ein Typ, so, der sagt dann, weißt du, Liebe geht durch den Magen. Und weiß ich nicht, nachher, wenn der Magen voll ist, dann kann sie nicht so schnell weglaufen, habe ich mir gedacht, oder? War nur ein Witz. Laura, was hast du Hunger? Ich lade dich ein. Das kannst du mir so empfehlen, wenn du immer hier isst. Hier schmeckt alles gut, ey. Mein Lieblingswitz ist, den ich immer mache, wenn ich reinkomme, einmal Döner bitte. Gyros komplett schmeckt eigentlich richtig gut mit Pommes und so. Ja, dann am besten direkt mit Gyros komplett, wohl. Korrekt. Ja. Das ist deine Traumfrau, ich hab's sofort gesagt. Ja, es war halt total schön, hat er ja auch gesagt, ist sein Lieblingsrestaurant hier und wird total gut schmecken. Hat mir noch was empfohlen, haben wir das Gleiche genommen. War schon toll. Dennis erweist sich beim Candlelight-Dinner als perfekter Gentleman der alten Schule. Aber das Ambiente ist ihm noch nicht perfekt genug. Romantik wird bei ihm zwar nicht richtig, aber immerhin groß geschrieben. Deshalb hat er vorgesorgt, damit es für seine Traumfrau Laura ein unvergesslicher Abend wird. Die richtige Tischdecke, ein erlesener Wein und romantisches Kerzenlicht gehören bei Dennis zu einem perfekten Dinner einfach dazu. Ah, ich glaube, da kommt der dicke Pascal mit dem Essen. So, jetzt ist gut. Und dann geh bitte. Hier, nimm die Tüte mit. Ich will nichts mehr hören. Gehe bitte. Und du kriegst nichts. Guten Appetit wünsche ich dir. Schmeckt gut, oder? Mhm. Die machen das richtig gut, so. Die können das voll. Auf jeden Fall. Der Funke ist direkt übergesprungen, so, ne? Weil, weißt du, ich sitze so vor meinem anderen Lieblingsessen. Ne? Ich mag am liebsten Curry King oder College Schnitzel. So, und dann hast du, das ist eine Doppelkombination, so, weißt du, was ich meine? Das ist so, wie wenn du eins und eins zusammenzählst, dann bist du im Paradies. Also, hübsches Mädchen, Gyros. Ich muss gar nicht ruhig hingucken, so, ne?
Gyros, hübsches Mädchen, hübsches Mädchen, Gyros, Gyros, hübsches Mädchen. Ey, ich hätte die Soße gar nicht gebraucht, ey, und ohne Flachs. Ja, ich hatte schon so ein bisschen Kribbeln im Bauch, ist halt, ja. Dennis, ja, finde ich halt toll. Damit du diesen Abend nicht vergisst, habe ich dir was Tolles mitgebracht. Ja. Damit du immer an mich denkst und gut versorgt bist. Oh. Ja, das ist mein Lieblingsessen. Aber der romantische Höhepunkt des Abends wird jäh unterbrochen. Ich muss mal ganz kurz... Was? Wer ist denn da? Wer der ist, habe ich gefragt. Larissa, du bist das. Hallo. Klar, ich komme gleich nach Hause. Nein. Was hast du? Hast Radio gehört heute? Ach Quatsch, das war ich nicht. Was für eine Laura. Warte mal kurz. Laura, ich bin weg. Ne? Wir sehen uns dann. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Tschüss. Ciao. Nein, nein, überhaupt nicht. Tschüss, ne? Die Laura bezahlt. Ein überraschendes Ende. Aber Laura glaubt weiter an die große Liebe mit Dennis aus Hürth. Ich hab schon irgendwie ein gutes Gefühl. Er hat mir jetzt auch so ein Curry King geschenkt. Und ich denke mal, wenn es ihm jetzt alles so egal wäre, hätte er mir jetzt auch kein Geschenk gemacht. Und ja, ich muss da halt dran gehen, ne? Sollte machen, habe ich auch ein bisschen Verständnis für, auch wenn ich jetzt ein bisschen sauer bin, aber ist halt Dennis, ne? Laura hat ihren Märchenprinzen gefunden. Aber glaubt Dennis auch an eine gemeinsame Zukunft? Meine Zukunft ist, was? Wer ist da, habe ich gefragt? Ja, Larissa? Ja, ja, ich bin unterwegs. Was war Zukunft? Ja, bestimmt eine Menge. Dings. Ja, ja. Alles klar, ich bin unterwegs, habe ich doch gesagt.